Na dann. Mit einem Fuß im Himmel. Also, alleine wenn ich hier so gucke, ich gucke ja jetzt eigentlich relativ waagerecht. Der Berg ist höher. Also, der Berg ist definitiv höher. Und guck mal da, da ist auch etwas, was ein bisschen höher ist als dieser Palast. Naja, egal, lassen wir das. Aber trotzdem hat man eine schöne Aussicht. Das muss man eingestehen. Ich frage mich, ob wir auch irgendwie da reinkommen später noch. Wäre auch cool. So, erstmal weiterreden. Ich nehme an, ihr habt schon mal von dem Archontenkrieg gehört. Also viel weiß ich darüber nicht. Nicht so wirklich. Also beides ist ungefähr dieselbe Antwort. Aber ich meine, wir haben schon mal was davon gehört gehabt. Machen wir das erste. Früher wandelten viele Götter auf dieser Erde, die viele lange Kriege untereinander führten und erst vor 2000 Jahren aufhörten. Es wurde viel Blut vergossen und viele Menschen kamen ums Leben. Am Ende gab es nur 7 Sieger in Teyvat. Sie bauten Städte und Nationen auf den Leichen der Besiegten und begannen so die Ära der 7. Ihr könnt die Guyun-Türme von hier sehen, nicht wahr? Das sind keine natürlichen Felsformationen, sondern riesige Felsspeere, die Rex Lapis während des Kriegs führte. Unter den Speeren liegen jene, die damals von Rex Lapis besiegt wurden. Götter, denen es nicht gelang, sich den Titel Archon zu verdienen. Es stimmt nicht nur, dass Götter sterben können, sondern auch, dass sich die Mitglieder der 7 in den letzten 2 Jahrtausenden verändert haben. Der Tod von Rex Lapis ist für Liyue eine unvorstellbare Katastrophe. Doch die Ordnung der 7 wird wegen so etwas nicht zusammenbrechen. Früher oder später wird sich ein anderer Herrscher über die Felsen erheben. Doch können wir Rex Lapis einfach so vergessen? Wenn die Zeit kommt, wird das Verhältnis zwischen dem Volk von Liyue, den Göttern und Adepten sicherlich ein anderes sein als zuvor. Selbst in einer neuen Ära sind die Kwising von Liyue auch das Volk von Rex Lapis. Glaubt ihr, dass wir die Last tragen könnten, die Hand gegen ihn zu erheben? Warum versteckt ihr dann den Leichnam des Stammvaters der Adepten? Das kam ziemlich plötzlich auf der Yuying-Terrasse, weißt du? Ich war selbst gar nicht vorbereitet auf so etwas. Aber unser Feind hielt sich lange im Hafen versteckt. Wenn wir jetzt nicht gegen ihn vorgehen, wird er mit Sicherheit die Oberhand gewinnen.
Den Leichnam des Stammvaters zu verstecken, war ein notwendiges Manöver, um wieder in die Initiative zu gehen. Wer ist dieser Feind, von dem du sprichst? Was glaubst du, Reisender? Er vielleicht? Oder er ist es, nicht wahr? Aha. Das ist gut, dass mein Charakter weiß, wen sie meint. Ich bin nämlich gerade ein bisschen überfragt. Was treibst du mit Ningguang für ein Spielchen? Das war die richtige Antwort. Ich glaube, es wäre egal gewesen, aber ja. Hä? Es fängt vor allem auch gerade an zu regnen. Wir reden über das Wetter und es fängt an zu regnen. Was für ein Timing. Der Ausblick hier ist wirklich schön. Nur der Wind ist etwas stark. Die Vorbereitungen zum Empfang drin sind nun abgeschlossen. Bitte folgt mir. Ja, der Wind ist unglaublich stark. Ich glaube eher der Regen ist das, was uns gerade Sorgen bereitet. Das ist auch wieder komisches Timing gewesen, oder? Ja, Paimons Text war weg. Irgendwas mit so einer großen Halle, so einen Ort hat Paimon noch nie gesehen. Entschuldigung. Schluck auf gerade. Wo müssen wir denn hin? Runter? Ich glaube runter. Da blitzt und blinkt es. Ich kann wieder Bücher anklicken. Na, wir reden erstmal mit Ningguang, glaube ich, oder? Na komm. Nein. Erstmal einsammeln. Sonst sind wir nachher weg. Die Juwelenmine. Die Wand des Wissens im Jadegemach. Wand des Wissens im Jadegemach. Dies ist die in ganz Liyue berüchtigte Wand. Gespickt mit geheimen und interessanten Informationen aller Art. Jede Information zur Ordnung der Schiffe, Gewinn und Verluste eines jeden Händlers, den Lagerbeständen, der Sicherheit des Handelswege und der auswärtigen Beziehungen, sei sie auch noch so klein und unscheinbar, wird hier aufgenommen. Nur jemand mit dem Sinn fürs Wesentliche kann hier noch den Überblick behalten und einen Zusammenhang zwischen all diesen Informationen herstellen. Aha, gut, gut. Ein ordentlicher Stapel Schriftrollen. Jedes Blatt Papier ist so dünn wie der Flügel eines Insekts. Vielleicht sind das hier nur Kalligrafiewerke. Ich hab gedacht, ich könnte was hier nehmen. Ah, guck mal da. Bräuche von Liu, Empfang der Götter. Eine Waage. Wenn auch die Berge vergehen und der Boden unter unseren Füßen bröckelt, dieser Vertrag wird sich niemals ändern. Er allein ist das Muttergestein, auf dem der Tianheng-Berg fest verankert, gegen die Wellen verschlagener Machenschaften besteht. Okay. Hauptsache, man hat das Licht draußen ausgemacht. Das war's, glaube ich, ne? Kann man setzen? Ja. Ningguangs Porzellansammlerstück. Eine aquamarinfarbene Porzellanvase mit schlankem Hals. Sie hat eine makellose und scheinende Oberfläche und ist ganz klar ein extrem hochwertiger Gegenstand. Sie sieht nicht aus, als würde sie aus einem offiziellen Brennofen stammen. Der schwache, irisierende Schein, den sie abgibt, ähnelt irgendwie dem von Perlmutt. Es ist zu vermuten, dass sie eine lange Geschichte hat. Auf dem Körper dieses filigranen Ornaments sind einige Wörter in groben Buchstaben geschrieben. Von der Krux. Okay. Haben wir hier auch noch was?
seltsames Notizheft. Die Bestellung für ein Exemplar von Bräuche von Liue, Empfang der Götter, die vor 2 Tagen eingegangen ist, wurde nun bearbeitet. Der Artikel wurde an das Jadegemach geliefert. Könnte Frau Ningguang bitte bestätigen, dass alles in Ordnung ist? Was? 3 3 22 6 4 1 4 16 4 5 11 3 10 1 11 5 6 16. Wieso wirkt das gerade so ein bisschen wie, wenn man sich Notizen in einem Buch macht, wo etwas steht? Also keine Ahnung, ich sag mal, Zeile 1 und 2 auf Seite 75, Abschnitt 3 oder so, keine Ahnung. So sieht das für mich gerade ein bisschen aus, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das sein soll. Ach du Scheiße, noch mehr. 5, 8, 61, 47, 47, 10, 47, 14, 8, 23, 6, 11, 6, 1. Hä? Die Unterschrift wurde herausgekratzt und ist unlesbar. Okay, merkwürdig. Na komm, wir sprechen mal mit ihr weiter. Wieder. Nur keine falsche Bescheidenheit. Bitte, fühlt euch wie zu Hause. Das hättest du Paimon auch nicht sagen dürfen. Wirklich? Ich habe euch als Freunde eingeladen und wenn Freunde vorbeikommen, sollte das Amüsement im Vordergrund stehen. Soll das Amüsement heißen? Ich habe das Wort noch nie gelesen. Deswegen, ich bin gerade etwas verwirrt. Das da drüben ist... Oh, ist das nicht diese legendäre Wand? Ich merke schon, du kennst dich gut aus. Okay. Selbst die Geschichtenerzähler reden davon. Jeder hätte gerne ein Stück Papier von dieser Wand. Sie ist total berühmt. Das liegt daran, dass auf dieser Wand Liues Geheimnisse aufgezeichnet sind. Händler fühlen sich schon immer von Geheimnissen angezogen. Aber die Geheimnisse der Handelswelt interessieren dich nicht, nicht wahr, Reisender? Du bist etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, das weißt du auch. Ich hoffe, dass ich dein Vertrauen gewinnen kann. Wenn du entscheiden müsstest, wer vertrauenswürdiger ist, ich oder Keqing, also zwischen deinem Glauben und ihrem Nicht-Glauben, dann würde ich Keqing und ihre Skepsis gegenüber allen Göttlichen wählen. Das habe ich ja schon beim letzten Mal, wo wir sie kennengelernt haben, ups, habe ich schon gesagt, da bin ich mit Keqing, Keqing, Entschuldigung, ein bisschen auf einer Wellenlänge. Ich bin halt auch, klar, ich bin getauft worden und so, aber ich habe halt dann nicht, wie hieß es? Was dann irgendwie mit 11, 12 irgendwie so um den Dreh gemacht wird, habe ich ja nicht gemacht. Weil ich für mich einfach festgestellt habe, es ist nicht meins irgendwie. Und deswegen ist diese Antwort für mich persönlich jetzt gerade wirklich eigentlich besser. Beim Oberen wird nicht wirklich gesagt, was ich da sage dann im Endeffekt. Gut,
meistens haben, also bisher haben diese Entscheidungen auch nicht so viel wahrscheinlich was geändert an meiner Antwort. Wir haben ja auch einmal wirklich gehabt, wo ich gedacht habe, hä, das habe ich nie im Leben sagen wollen. Ich habe doch das andere gewählt, was für mich halt komplett andere, die Antwort in eine andere Richtung gelenkt hätte eigentlich. Aber das Spiel hat sich gedacht, nee, das hast du trotzdem gesagt. Deswegen, also es ist wahrscheinlich egal, aber ich einfach für meinen quasi persönlichen Seelenfrieden mache ich das. Du würdest also Keqing wählen. Das habe ich mir fast gedacht. Ich fand sie immer etwas zu stur. Mit einer Persönlichkeit in meinen Reihen musste ich immer einiges im Hintergrund gerade rücken. Doch dann sagte sie einmal, die Zeit der Adepten ist lange vorbei. Wenn selbst die Quixing von Liyue dieser Wahrheit nicht in die Augen sehen wollen, welche Zukunft erwartet Liyue dann? Nun, ich muss sagen, dass eine ganze Reihe meiner Zweifel zerstreut wurden. Ich will nicht leugnen, dass der Tod von Rex Lapis für uns vorteilhaft erscheint. Aber um Liyues Willen dürfen wir uns nicht von Gerüchten über unsere Machtergreifung paralysieren lassen. Ich nehme an, dass die Fatui etwas mit diesen Gerüchten zu tun haben. Allerdings, ich glaube, du verstehst jetzt, was ich euch von Anfang an versuche klarzumachen. Ja, wir haben ja auch schon unsere Erfahrung mit denen gemacht. Ich habe das Schweigen und das Verstecken des Leichnams des Stammvaters angeordnet, um die Situation vorübergehend zu stabilisieren und auch um zu verhindern, dass etwas Ähnliches wie in Mondstadt passiert. Seit dem Tod von Rex Lapis haben die Fatui viele heimliche Aktionen außerhalb ihres diplomatischen Zuständigkeitsbereichs getätigt. Als Tian Quan, Verantwortliche für Liyue, kann ich es mir nicht leisten, mich zu sehr darum zu bemühen, den Schein zu wahren, wenn ich mich ihnen entgegenstelle. Auch dass wir den Adeptenabschied genehmigten, war dazu gedacht, uns Zeit zu verschaffen, um die Kontrolle über die Verwaltung Liyues zu übernehmen. Genau wie Song Li sagte, die Quixing haben das Ritual nur zugelassen, um uns für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Wo wir gerade davon reden, kann ich noch etwas anderes fragen? Natürlich. Ernsthaft, Paimon? Wir sind in einem eigentlich super wichtigen Gespräch und sie sagt dann, hey, wir haben dir ein Geschenk gebracht, kriegen wir jetzt auch was? Egal. Paimon hörte, dass jeder, der dir ein Geschenk mitbringt, eine Gegenleistung bekommt. Also kriegen wir auch etwas von dir? Also wirklich, Paimon, ist das nicht et etwas forsch? Vor allen Dingen falscher Zeitpunkt. Da hat jemand das Licht wieder angemacht. Nicht doch.
Ich mag die direkte Art. Du, ich hab da schon so zwei Sachen, glaube ich, mitgenommen. Die sind irgendwie in meine Tasche gewandert. Ja. Nun, wir haben euch einige Schwierigkeiten bereitet. Also will ich euch gerne anbieten, euch einfach etwas auszusuchen, das ihr dann mitnehmen dürft. Wie klingt das? Wie gesagt, da ist schon was in meine Tasche und so gewandert. Sehr gut, darauf hat Paimon gewartet. Mal sehen, was wollen wir mitnehmen? Oh. Okay. Was hat Paimon vor? Eines von den Papieren an der Wand. An der so wichtigen Wand, die, wo jeder irgendwie die Hände dran kommen will. Was war das denn für ein Spring gerade? Guck doch nicht so. Selbst ein kleines Stück davon kann uns tierisch reich machen. Kannst du dir vorstellen, wie viel wir für ein unversehrtes, komplettes Blatt bekommen könnten?